Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück bei Watch Dogs mit mir, eurem Jardi LP. Ich wurde woanders gespawnt, denn die Schnellstartfunktion hat nicht funktioniert wegen dem Xbox Update. Aber ich habe dann auf dem Weg hierher uns mal, ja, eine neue Karre klar gemacht. Und ich finde, der Tausch, ja, der war doch gar nicht so verkehrt. Wir haben hier diesen Lamborghini-Verschnitt hier. Sehr geil. Diesmal wollen wir nicht direkt von der Polizei gejagt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem Autoverleiher, um den Typen da, ja. Ja, wir müssen ihn leider ummorksen, ne? Es geht ja nicht anders. Denn wenn er unsere Identität auf der Auktion da, ja, aufliegen lässt, haben wir ein Problem. Und deswegen machen wir uns mal auf, ganz locker flockig zu dem hin. Und werden mal gucken, ob wir ihm nicht irgendwie mal, ja, leicht eine rüberballern können. Mann, so eine Kugel zwischen den Augen, das passt schon. Das wird den schon nicht weiter stören, glaube ich. Wow. Ich wollte unsere Karre nicht kaputt machen. Unser schönes Auto. Aber wenn wir gleich eine Mission beginnen, werden wir die wahrscheinlich eh wieder los sein, ne? Och Mann, das ist immer so traurig, wenn man da mal so ein Auto hat. Was war das denn für ein Auto? Auch nicht schlecht. Also ich fahre hier weiter mit dem Auto. Dauerhupen. Wie kommen wir denn da hin? Ach, warte mal. Hier stehen ein paar Wachen. Ich hacke das Tor mal. Hoffentlich bleibt das Auto stehen. Ah, sieht okay aus. Wir betreten ein Sperrgebiet. Den können wir hacken. Verdächtiges Objekt gesichtet. Was wo? Mal. Ja, check das mal. Aufgeschaltet. Haha, tot. Okay, der erste, der nächste. Schön in den Nacken, so eine Kugel. Sehr schön. Es läuft doch, ey. Es läuft doch. Freunde, was ist los? Oh, hier haben wir eine neue Waffe. Hier ist noch ein. Da ist er. Schön ins Gesicht. Schön ins Gesicht. Und ausgeschaltet. Sehr geil. Oh, da ist noch einer. Und der ist auch weg. Hier noch ein bisschen Geld eingesammelt, auch schön. Weg. Ich würde gerne, wenn es geht, alle ausschalten. Denn wenn wir alle ausgeschaltet haben, können wir keine bösen Überraschungen bekommen. Und böse Überraschungen sind ja nicht so schön, ne, Freunde? Das ist nicht das, was man so unbedingt will. Ich denke mal, da am Tor wird noch einer sein, oder? Der ist weg. Okay, das sollten alle dann gewesen sein. Sehr schön. Dann wollen wir uns doch mal... Oh, hier haben wir ein bisschen was so einsammeln, okay. Oh, hier haben wir auch schön alles zum Einsammeln. Wollen wir nochmal entriegeln. Anlocken. Ah, brauchen wir nicht. Sind ja eh alle weg. Komm schon.
schön. Oh. Okay, darum geht's. Alles klar. Alter, mittlerweile wären das echt so viele. Okay. Dann wollen wir mal. Den haben wir noch nicht. Den können wir aufmachen. Den haben wir noch nicht. Shit, Alter. Okay. Okay, okay, okay. Den können wir aufmachen. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Zu dem? Wieso hat er da nur zwei Dinge? Oh shit, wir brauchen den, ne? So, den hätten wir. Hier müssen wir jetzt umschalten auf... Ah, nee, es geht auch nicht. Den können wir aufmachen. Dann können wir den aufmachen. Boah, derbe. Der ist da oben, der ist da oben, der ist da oben. Der kommt so. Dann können wir den aufmachen. Wir haben's. Puh. Hacken. Oh, wir haben wieder Leute belauscht. Na? Hey, hey! Cookie, Cookie! Ich bin ein Wookie, woo! Ich bin bei Up, Ladies! Ja! Und wer ist jetzt euer Daddy? Ja! Ich kann euch nicht mein Teleskop sehen! Ja! Arbeiten! Oh! Du Scheiße, Alter. Okay, wir hacken mal den, ne? Daten sammelt das CTOS? Wahrscheinlich eine Menge, so wie es aussieht. Was haben die damit vor? Wie wär's, wenn ich... Hey, du, ey. Ich werde dich jetzt küssen. Oh. Das ist nicht schön, Alter. Komm, wir entriegeln. So. Okay, das Gebiet ist frei. Das sollten wir ja machen. Stimmt, hat er ja gesagt, ne? Wir müssen erst das Gebiet hier aufdecken und dann können wir erst den Ding holen. Das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Nicholas Crispin, genau, so heißt der Typ. So. Und unser Auto ist noch da, zum Glück. Hi, hier ist Abe, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. Okay, es geht ihm also gut, alles klar. Das ist ja schon mal gut zu hören. Denn ja, man muss sich ja echt der Gedanken machen, ne? Lass mal schön die Karre anmachen. Komm schon. Soll ich mich ummähen oder was? Jetzt muss ich euch hier ausweichen und mein schönes Auto kaputt machen. Das gibt's doch nicht. So, und vorbei. Und Gas geben, und Gas geben. Nee, 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 nee. Nein! Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall eine kaputte Stoßstange und Kratzer auf der Motorhaube. Das ist aber nicht schön jetzt. Vielleicht mal eigentlich einen neuen davon, damit es wieder schick aussieht. Oh. Wartet mal, Freunde. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Was ist das denn? Bewegung! Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Oh Gott, wir brauchen Hilfe! Bitte kommen Sie schnell! Okay, okay, wir müssen schnell weg. Okay, aus dem CTOS-Gebiet sind wir schon mal rausgekommen jetzt gerade. Müssen wir nur hoffen. Okay, okay, da ist der nächste. Okay, sind wir auch rausgekommen. Haben wir es geschafft? Da kommt der nächste. Shit. Okay, ich fahre hier rechts. Ich fahre hier rechts. Okay, haben wir es jetzt geschafft? An alle Einheiten. Der CTOS-Scan war ohne Ergebnis. Der ist weg.
Polizei. Yeah. Fans berichten, dass es sich um eine Mafia-Hinrichtung handelt. Das Opfer ist Polizei bekannt und war offenbar kürzlich an einem Raub beteiligt. Oh, Alter, ist die Karre, die geht aber. Mafia, dem Chicago Sound Club, sind sehr wahrscheinlich. Oh. Der geht richtig steil, der Wagen. Alter, beschleunigt der. Man gibt nur leicht Gas und die Karre geht so ab. Alter Schwede, alter Schwede. Okay, aber wir sind da. Ja, komm, wir fahren da rein, was soll's. Oh, Entschuldigung. Halt doch mal deine Klappe. Mein Gott, quatscht er uns an so, weißt du? So, Mission starten, alles klar. Spätestens jetzt, Freunde, sind wir unser Auto wieder los. Hat sich ja nicht so gelohnt. Schatz, aber wir haben es freigeschaltet. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Iraq ranzukommen. Er muss verschwinden. Ja, Freunde. Er muss verschwinden, okay. Wollen wir mal sehen. Da vorne ist was zu hacken. Wahrscheinlich eine Tür, damit wir reinkommen oder so. Da ist schon mal Wache. Okay, der Ort ist okay. Öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Ja, denke ich auch. So, erstmal hacken. Nein, die Zeit läuft schon. Shit. Ja, okay. Verdammter Mist. Wir müssen erstmal den unteren machen. Nein. Okay, nochmal von vorne. So, jetzt aber. Komm schon. Jetzt haben wir's. Okay. Ist er das? Mr. Quinn möchte, dass Ihr Besuch in Chicago ein Denkmal genutzt hat. Der Wagen schnurrt, was? Exotisch und schnell. Oh ja. Kann ich nur bestätigen. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also wählen Sie selbst. Wir nehmen den gelben. Oh ja, der ist gut. Alter. Autogeschmack hat er, muss man ihn mal lassen. Handy. Er darf nicht verschwinden. Ich habe Sachen über den gehört. Den braucht doch das Geld. Kamera. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt rein. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Aber wie war das leise? Wäre am besten, ne? So, wir sprengen den mal. Scheiße, war das für ein Geräusch? Wie funktionieren die Dinger? Wie macht man das aus? Haltet ihn mir vom Leib. Scheiße. Boah, wir sind tot. Alter. Boah, krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Oh, alter Schwede. Ja, der ist durch das Ding durch. Er darf nicht verschwinden. Ja, wie kommen wir da aber leise rein, um den einen oder anderen schon mal auszuschalten? Dreh dich besser um und hau ab. Okay. Tot. Dieser Quinn steht dahinter. Wie wäre es, wenn wir den direkt ausschalten, uns dann eine sichere Position suchen und die anderen dann kommen lassen? Er darf nicht verschwinden. Wo ist denn der? Er steht ja da drüben, ne? Wir haben von hier aus auf jeden Fall keine Schussfeld, also kein sicheres, gutes Schussfeld zu ihm.
Ich probier's mal so. Probier's mal so. Wir haben ihn ausgeschaltet. Nein, komm, rum da, rum da, rum da, geh da rum, nein! Der ist da einfach nicht rumgegangen. Oh, Freunde, das wäre es doch gewesen, ey. Wir hätten das Handy hacken können und abhauen können. Shit. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Okay, aber ich glaube, das scheint der Plan zu sein. So können wir es versuchen. So können wir es versuchen auf jeden Fall. Bleib weg. Hier ist gesperrt. Blablabla. So, wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Okay, den haben wir, den haben wir. Ich checke mal das Handy. Komm schon, weg, 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 weg. Okay. Hat ihr eine Waffe in der Hand? Ja, hab ich. Und ich brauche mal euer Auto. Ich schneide ihm den Weg ab. Oha. Erst versuch mal. Dann komm mal hinterher, mein Freund. Komm mal hinterher. Bleibt mit dran. Wir brauchen jeden Mann. Ich stoße ihn von der Straße. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Ich habe selber einen Unfall gebaut. Danke. Achtung! Straßensperre! Was? Wie sind die denn da rumgekommen? Oh, die sind irgendwie ausgewichen oder so. Okay, wenn wir einen Hinterhalt aufbauen wollen, brauchen wir lieber eine sichere Position. Okay, ein Auto sind wir mindestens losgeworden. Da sind die Poller hoch. Knack, und die sind gegengeballert. Sehr schön. Unser Handy ist leider Akku leer. Wir können nichts mehr machen damit. Verteilt euch und sucht ihn. Komm schon, gib Gas, gib Gas, gib Gas, ey, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh shit. Okay. Weg. Puh, wir haben es geschafft. Chris schön. War auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Shit, ich wollte gerade die Karre da nehmen. Wartet, Freunde, wartet, wir holen die uns, wir holen die uns. Wir sehen uns gleich noch ganz anders, mein Freund. Der wollte gerade anrufen, wir haben ihn umgemäht. Alter, die Karre, die muss man aber echt erstmal, darf man nicht zu der Gas geben. Okay, und jetzt geht's los, jetzt geht's ab. Derbe Rakete, ne? Alter, gerammt worden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt hier rum. Sehr schön.
Ja, alter Ampel, ich hab grün. So, immer an einem schön vorbei. Nein, jetzt gehen wir ab. Oh, abgefangen noch, aber voll in die Eisen gegangen. Shit. Das schöne Auto schon wieder halbwegs kaputt. Aber noch fährt's, noch geht's. Naja, das sieht ja noch einigermaßen okay aus. Das hat ein bisschen Tuning kaputt mache. So. Das kommt davon, wenn die Karren einfach zu tief sind, ne? Das ist einfach so. Und rum da. Und da sind wir. Da ist der Club, den wir erreichen sollten. Poppies oder so. Ein Fetischclub für Gentlemen. Tja, Freunde. Und was uns da drin erwartet, das schauen wir in der nächsten Folge von Watch Dogs. Freunde, das war's auch damit wieder mit Watch Dogs für heute. Ja, mein Gott, das haben wir geschafft. Wir haben den Typen abgemurkst. Zwar erst in der dritten oder beim vierten Versuch haben wir es geschafft, aber ja, am Ende haben wir es geschafft. Und das ist das Wichtigste. Wir haben eine coole Karre und nun, ja, müssen wir schauen, dass wir... der Typ wollte irgendwo hin, irgendwas abklären oder so, irgendwas klar machen. Das werden wir jetzt für ihn tun. Und mal schauen, was das Schönes war. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich mal auf diese Auktion gehen. Weltberg Bescheid sagen, dass er uns da ein bisschen deckt. Und dann gucken wir, wie wir in den Raum kommen am Ende. Aber dazu mehr, wie immer, bei Watch Dogs und mir, eurem Jardi LP. Besucht mich doch mal bei meinen anderen Let's Plays. Lasst mal einen Daumen hoch, einen Kommentar oder irgendwas. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Ich werde schauen, was ich machen lässt. Also haut rein, euer Jardi. Ciao.